Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie hier auf Klagemauer TV. Heute geht es um das Thema Verschwörung der Lebensmittelgiganten. Weltweit größte Nahrungsmittelkonzerne wie Nestlé, Danone und Unilever sind seit Jahrzehnten mit aufwendiger Laborforschung dabei, Produkte zu entwickeln, die süchtig machen. Durch die drei Hauptkomponenten Zucker, Salz und Fett, die als Köder für das Gehirn gelten, werden ursprünglich echte Lebensmittel zu ungesunden Kunstprodukten umgebaut. Der amerikanische Enthüllungsjournalist Michael Moss belegt in seinem Buch Salt, Sugar, Fat, dass die Lebensmittelgiganten zur Steigerung ihrer Umsätze die Verfettung der Menschheit bewusst in Kauf nehmen. Die Hoffnung darauf, dass die Konzerne freiwillig gesündere Produkte auf den Markt brächten, sei etwas so, als würde man Einbrecher damit beauftragen, Türschlösser zu installieren. Der Effekt der zahlreichen Selbstverpflichtungen und wohlklingenden Initiativen der Lebensmittelindustrie sei gleich null. Statt diesen profitgierigen Strategien politisch ein Ende zu setzen, arbeitet die EU nun auch noch zusätzlich daran, Landwirten und Gärtnern in Zukunft die Verwendung von Einheitssaatgut vorzuschreiben. Dieses wird von denselben vorgenannten Großkonzernen mit Milliardenumsätzen vertrieben. Alte und seltene Saatgutsorten werden in Zukunft kaum mehr eine Chance auf Zulassung haben. Ihr Anbau soll sogar strafbar werden. Wer macht der Verschwörung der Lebensmittelkonzerne ein Ende, wenn sie von der Politik sogar noch gefördert wird? Hier sind wir auch als Verbraucher gefragt, denn was wir nicht kaufen, bringt auch keinen Umsatz und Gewinn. Abschließend noch ein mutmachendes Zitat von Friedrich dem Großen. Die Wahrheit hat weder Waffen nötig, um sich zu verteidigen, noch Gewalttätigkeit, um die Menschen zu zwingen, an sie zu glauben. Sie hat nur zu erscheinen, und sobald ihr Licht die Wolken, die die Wahrheit verbergen, verscheucht hat, ist ihr Sieg gesichert. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem heutigen Medienkommentar. Vergangene Woche berichteten verschiedene Schweizer Tageszeitungen darüber, dass Menschenrechtsanwälte vom European Centre for Constitutional and Human Rights bei der Staatsanwaltschaft Zug Strafanzeige gegen den Lebensmittelkonzern Nestlé und fünf seiner Manager, darunter Peter Brabeck und seinem Vorgänger Rainer Guth, eingereicht haben. Sie sollen die Ermordung des kolumbianischen Gewerkschafters Luciano Romero mitverschuldet haben. Nestlé weist sämtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Mord an Romero zurück und wird sich entschieden dagegen verteidigen, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Die kolumbianische Gewerkschaft Sinal Trainel und das ECCHR hatten keinerlei Beweise für die Anschuldigungen. Brisant ist allerdings, dass Romero kurz vor seiner Ermordung damit beschäftigt war, Dokumente für einen inszenierten Prozess gegen die Praktiken von Nestlé zu sammeln. Wie Nestlé um des Profites willen das Grundbedürfnis nach Wasser schamlos ausnutzt, zeigt der Dokumentarfilm Bottled Life die Wahrheit über Nestlés Geschäfte mit dem Wasser. Zu Beginn entlarvt der Film von Urs Schnell und Dreas Gehriger ein auf der Nestlé-Homepage gepriesenes Wasserhilfsprojekt in Afrika als pure Augenwischerei. Aber es kommt noch dicker. Im US-Bundesstaat Maine pumpt Nestlé Grundwasser praktisch umsonst ab, um damit anschließend in Flaschen abgefüllt Milliarden zu verdienen. Während der Konzern in den USA und in Europa vor allem Quellwasser mit Herkunftsbezeichnung verkauft, hat er für die Schwellen- und Entwicklungsländer ein anderes Konzept. Dort gibt es Nestlé Pure Life, gereinigtes Grundwasser angereichert mit einem Mineralienmix nach Nestlé-Rezept. Die profitsüchtige Geschäftspraxis zeigt sich auch darin, dass Nestlé Grundwasser abpumpt, um es dann der Bevölkerung, der das Wasser eigentlich gehört, wieder zu verkaufen. Seitdem Nestlé das Wasser aus dem Boden pumpt, versiegen an gewissen Orten die Quellen der Bevölkerung. Dadurch ist der Grundwasserspiegel stark gesunken und es kommt nur noch eine schlammige Brühe aus der Rohre. Auch in Pakistan klagt die Bevölkerung über das dreckige Trinkwasser, welches Kinder krank macht. Doch die Bitte an Nestlé, doch eine Leitung mit sauberem Wasser dem Dorf zugänglich zu machen oder zumindest einen tieferen Ziehbrunnen zu bauen, lehnte Nestlé ab.
Angesichts der Tatsache, dass jeden Tag mehr Kinder an verschmutztem Wasser sterben als an AIDS, Krieg, Verkehrsunfällen und Malaria zusammen, ist für Maud Barlow, eine frühere Chefberaterin für Wasserfragen der UNO, die Sache klar. Wenn ein Unternehmen wie Nestlé kommt und sagt, Pure Life ist die Antwort, wir verkaufen euch Wasser, das wir aus eurem eigenen Grundwasservorkommen nehmen, während aus den Leitungen nichts rauskommt, oder nur eine ungenießbare Brühe, dann ist das mehr als unverantwortlich. Das ist fast schon ein krimineller Akt. Doch der Konzernchef Peter Brabeck sieht das ganz anders. Er meint gelassen, es gibt zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung ist die Extreme, die darauf pocht, Wasser zu einem öffentlichen Recht zu erklären. Das heißt, alle Menschen sollten ein Recht auf Wasser haben. Und die andere Seite sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel auch, und sollte einen Marktwert haben. Ist der Handel mit den Grundbedürfnissen der Menschen legitim? Sauberes Wasser ist seit 2010 ein Menschenrecht. Vor allem europäische Länder haben diesem Menschenrecht nicht zugestimmt, was nicht überrascht, denn mit Wasser lässt sich auch sehr gut Geld verdienen, weil es jeder braucht. Wenn wir die Grundlage des Lebens, das Wasser, verkaufen, verkaufen wir uns selbst. Wir verkaufen uns der Willkür der Wirtschaft. Sie bekommt die Macht, den Hahn zuzudrehen, wann immer sie will. Diese Macht wird nur durch zunehmende Aufklärung über diese Problematik gebrochen. Wir sprechen den Filmemachern des Dokumentarfilms Bottled Life, Urs Schnell und Res Gehriger, ein großes Lob aus für diese verdienstvolle Arbeit. Damit verabschieden wir uns und freuen uns, wenn Sie uns bei unserem nächsten Medienkommentar wieder besuchen. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute aus dem Studio St. Gallen mit folgendem Bericht. Ist das Trinkwasser ein Menschenrecht oder doch eine Handelsware? Wir alle haben dieselbe Definition über Wasser, nämlich dass Wasser Leben und dementsprechend auch ein Menschenrecht ist. Betrachten wir jedoch das Vorhaben der EU-Kommission mal etwas genauer, sieht das Ganze doch etwas anders aus. Brüssel fordert erstmals von Portugal und Griechenland, dass sie ihre Wasserrechte verkaufen und privatisieren. Ein erster Schritt zur Marktöffnung für die Privatisierung der Wasserversorgung in ganz Europa. 82% der Bevölkerung spricht sich dagegen aus, weil bekannt ist, dass unweigerlich Preiserhöhungen von bis zu 400% und schlechte Wasserqualität daraus resultieren. Ist das Trinkwasser nun ein Menschenrecht oder doch ein Spekulationsobjekt? Brüssel hat sich gegen den Willen der Bevölkerung bereits für das Milliardengeschäft mit dem Wasser entschieden und steuert eine Privatisierung desselben an. Denken Sie nicht auch, dass nun höchste Zeit für eine kalte Dusche für solche Spekulanten ist? Mit dieser Frage verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich, Sie bald wieder bei Klagemauer TV begrüßen zu dürfen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.